Ich würde gern die Zombies aufhalten, aber sie haben nicht gehört und haben überhaupt nicht mit mir geredet. Dann bin ich zu ängstlich, um diesen Ort zu verlassen. Ach Gott, wie kann man mir versuchen, mit Zombies zu reden? Man weiß doch auch reden, 0815 Zombie-Film, dass die nicht reden können. Ja. Wir müssen ein bisschen beschleunigen, ein bisschen rennen hier. Oh, hier kommen schon wieder die ersten Gegner. Sind aber nicht neu bis gleich. Okay, das ist so eine scheiß verdammte Mr. Bat habe ich jetzt gesnashed. Den kennen wir ja auch schon, den Zombie. Okay, so sehr scheine ich doch gar nicht für diese Gegend overlevel zu sein. Och Mann! Das gibt's doch nicht. Och Geist, verpiss dich einfach nur. Geh mal aus dem Weg, du bist sowieso nicht gefährlich. Ich höre sehr wahrscheinlich gar nicht überlevelt zu sein, das war ich 12 und 13, den ich hier war. Als ich sie noch, als ich in der Gegend war und im Internat gespielt habe, nicht Internat, im Wohnheim, ist gleich wieder. Ja, okay. Wie gesagt, hier war ich ja schon mal. Und ich sollte mich mal heilen. Weil dieser Gang-Zombie ist doch eine ganz schön was von nicht gerade zimperlich, sage ich einfach mal. Und ja. Übrigens gibt es in den Spiel hier nicht allzu viele Bosse, sag ich mal so. Wie man, was man so als Bosse. Och Mann, wieso kann ich hier zwischen die Grabsteine? Geht doch. Man kann, was man so als Bosse definieren sollte. Eigentlich nur so ziemlich normal starke Gegner. Das kann man schon als Boss bezeichnen. Okay, Level up. Wir sind jetzt Level 11. Fight hat sich um 2 erhöht, Speed um 2, Wisdom um 2, Strange um 2, Force um 2, Maximum HP um 2, PP um 2. Okay, was war das denn für ein Level up? Alle Werte um 2 erhöht. Naja, gut, weiter geht's. Wie gesagt, wir müssen jetzt nur einfach nach oben, dann nach links, soweit ich mich erinnere. Und hier rein, genau. Kein neuen Gegner hier. Gut, dafür haben wir mindestens hier in der Gegend Level abgehalten. Na, ganz ehrlich, ich komme mir vor wie in der Echsenkrieg. Bei Lebensendenschritt kommt ein Vieh an. Was für ein noch lange so schön wie mein Echsenkrieg spielt. Oh, seht euch das an. Ich bin wieder 2 Schritte nur gelaufen. Der heilige Scheiße, Mann. Okay, neue Ziehkraft erlernt. Ich weiß jetzt bloß nicht was. Aber gut, so kommt man auch an seine Level Ups. Und ist, was haben wir? Ah, for D-Slip. Oh, wie das ausgesprochen wird. Ich glaube, das ist dafür, dass man wegrennen kann. Kann mich auch täuschen. Ich glaube, das ist dann halt 4-4-4, ist halt Unschuss in Final Fantasy. Oh, Leute, langsam nerven diese Zombies. Übrigens, diese, hier, diese Särge. 3 von denen enthalten Gegner. Und, man muss jetzt rausfinden, welcher es ist. Es ist der links unten. Ganz einfach. Simpel und einfach. Ninten öffnet den Sarg. Aus dem Sarg kommt BB. Und wir müssen sie ansprechen, damit sie hinkommt. Hi, ich bin BB. Am verloren. Verschwunden oder irgendwas. Was für ein mutiger Junge bist du, dass du mich gefunden hast? Ich glaube auf nein. Du bist mutig. Ich hoffe, wir können uns irgendwann wiedersehen. Ja. Ich bin so glücklich. Um dir meinen Gang dann zu zeigen, gebe ich dir das, dieses Geschenk hier. Dieser scheinende Orden wird dich beschützen. Nun zurück zur Stadt. Wir haben jetzt von ihr als Belohnung dafür, dass wir halt diesen diesen Dialog so aufgeschossen haben. Hinter dem geht's erst. Ich bin so ängstlich. Haben wir einen Franklin Bash erhalten. Der, glaube ich, nur PK-Beam-Attacken wert. Und ja, PP ist Level 1. Sie wird aber sowas von schnell leveln. Ich werde ihre Level-Ups nicht zeigen. Allein schon, weil sie ein, unwichtiger NPC ist, der sowieso bald verschwindet. Und ja, ziemlich niedrige Werte. Und sie kann halt keine Zieh-Attacken einwenden. Typisch unwichtiger NPC. Okay, weiter geht's. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklatschen. Inzwischen wird dann Pipi, wenn wir ankommen, wahrscheinlich wieder ein paar Level höher sein. Okay, Pipi ist so ein Charakter, der levelt meistens so die Werte in den Bereich von 4 bis 5 und HP von 6 bis 8, glaube ich zumindest.
Jetzt hat sie momentan keine HP dazu bekommen, aber das ist noch nicht schlimm. Von mir aus kann sie verrecken. Die nervt. Ganz ehrlich. Sie nervt einfach nur. Ja, gut, jetzt hat sie 8 HP dazu bekommen. Level 3. Langsam nervt dieses Kind. Ganz ehrlich. Naja. Weiter geht's. Och. Warum gegen einfach nur Pippi nicht angreifen, weil diese Schwächste ist momentan in der Gruppe? Naja. Okay, für einen ziemlich unwichtigen Charakter smasht sich ziemlich viel. Finde ich jedenfalls. Okay, weiter geht's. Das heißt, ich habe gar kein paar P dazu bekommen, aber das ist nur so aus dem Schnuppe. Was sollte ich sie mal heilen, oder? Ja, bevor es mir flöten geht und ich sie dann im Krankenhaus heilen muss. Deswegen heile ich sie mal lieber vorsorglich. Ich habe keine Lust, irgendwann Geld auszugeben für Pipi. Aber ich glaube, wir sind sowieso bald hier draußen, oder ja. Vielleicht sind wir draußen gleich. Bald haben die es geschafft, Leute. Bald haben wir diesen Abschnitt hier fertig und Pipi gerettet. Das kleine nervende Kind. Gut. Oh, endlich hier draußen. Es geht nur noch zurück zur Stadt. Besser gesagt, zum Haus von Pipi. So, weiter geht's. Jetzt haben wir insgesamt bisher 77 EP mit Pipi erhalten. Da eigentlich war es bei meinen Spielen jetzt mehr, dass sie mehr aufgelevelt hat, aber egal. Sie muss ja nicht unbedingt jetzt mit leveln. Aber ich mache mal einen Kampf hier, damit ich mal das Lied mal ganz zeigen kann. Wally, du verpisst dich erstmal. Und oh, Level up, Pipi, Mann, was machst du denn nur? Ah ja, die Klappe. Auf 14! Das ist Being Friends übrigens. Das wird immer gespielt, wenn man ein Paar, ein zweites oder mehr als ein Partymitglied hat. Und auch bei einem wichtigen NPC Pipi wird das gespielt, aus irgendeinem Grund. Aber ich liebe dieses Lied einfach. Ich liebe das sogar mehr inzwischen als Pollyanna. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, seht euch das an. Sie kommt ja bald an uns ran mit der 5. Heilige... Oh Gott, Alter. Wenn ich auf Level 99 aufnehmen würde, dann glaube ich, dass sie mehr HP hätte als Ninten. Aber das mache ich nicht. Nee. Nein, danke. Ich heiße jetzt erstmal. Mich auch noch. Yeah. Ninten. Okay. Ja. Ich habe außerdem ein Healing Alpha benutzt. Es hat natürlich nur 20 PP. Das ist natürlich toll. Ne? Das ist toll. Och, Mann. Jetzt live ab auf Pipi, los, heil sie. Gut. Ja, wir sind ja schon mal in der Stadt zum Glück und wieder ein Magic Card bekommen. Das dürfte wahrscheinlich Pipi das Inventar haben, oder? Genau, man kann übrigens die Sachen dann, wenn wir sie abgeben, jederzeit wieder von ihr bekommen, wenn wir sie darauf ansprechen. Aber Magic Card brauche ich sowieso momentan nicht. Von daher, ich weiß ja erstmal nicht, na, Pipi kann man sowieso noch nicht, aber, ach, was gejuckt, kratzt, ich will erstmal in den Depthstorm, ein bisschen Geld abheben. Und, ja, ach, Mann, dass man die Cash-Card rausholen muss, egal. 1378, oh Gott, wie, so verdammt viel Geld, das ist doch, Ninten ist reich, der ist echt reich momentan, 4000. Ja gut, so reicht das auch wieder nicht. Dafür habe ich gesehen, dass wir dann später für so eine gute Ausrüstung 1000 bezahlen müssen. Naja. Und wir gehen nach oben. Und wir gehen zu Pipis Haus. Na schade, nur wir müssen abgehen, dass mein Lied das nicht mehr hören. Na gut, wenn wir Leute in der Gruppe haben und einer hämmert, das sieht dann immer wieder. Pipi sind schon so stark, dass sie eine Schlange mit einem Hitzkalt macht. Oh mein Güte, kleine Pipi, du bist zurück und sicher. Ja, vielen Dank, dass du Sekunden hast, Ninten. Übrigens, der Bürgermeister wartet auf dich. Pipi, gib ihm Ninten und helf ihm das auszukundschaften oder so ähnlich. Ja, sie ist noch in der Gruppe. Es ist wieder unnötiges Klatsch eigentlich. Aber eigentlich auch egal. Wir haben am nächsten noch mal ein bisschen das Lied. Oh Gott. Hier
Ich weiß nicht, ich bin so in die Musik von Mava verknallt, ehrlich gesagt. Ich bin so im Sinne von, ja, ihr wisst schon. Ich frage mich, warum eigentlich beim Bürgermeister dieses Lied spielt. Naja. Ihr arme Pippi. Ist sie das verlorene Mädchen, Pippi? Nun, das ist einfach großartig. Ich weiß, dass du deinen Bürgerpflicht erfüllt haben könntest, warum Kult. Ach egal. Applaus, Applaus. Nun, schöne Pippi, vergiss nicht. Deine Mutter zu sagen, dass der Bürgermeister dich gerettet hat, du verdammtes Loch. Ja, das werde ich jetzt dir $100 dafür geben, als Preis. $100, das ist aber nicht toll. Übrigens, Held. Du, vielleicht willst du sehen, was am Zoll von sich geht. Natürlich, da gehe ich die dritte Melodie, Junge. Ja, du wirst gehen. Großartig, großartig, großartig. Nun, mach, seid ihr sicher, dass du einen Schlüssel von meinem Assistenten Abbott bekommst für den Zoo? Und Pippi ist erstmal weg aus unserer Gruppe. Gib mir den Schlüssel, aber ich habe sowieso, ich muss erstmal Sachen lagern. Oder verkaufen. Irgendwas verkaufen, was ich nicht brauche, da kann ich das einfach mal zeigen. Und zwar, ich glaube, ich sollte erst einmal den Basement Key lagern, den brauche ich sowieso nicht. Von daher, gehen wir erstmal zurück zu unserem Haus, bis gleich. Okay, weiß nicht, ob ich irgendwas von dir bekomme. Ich möchte dir wieder für deine Hilfe danken. Pippi, geht's gut? Okay. Gibst du mir noch irgendwas? Ja, für eine Waren komme ich nicht. Ich gehe jetzt mal ins Haus zurück. Bis gleich. So, endlich sind wir wieder daheim. Jetzt werde ich erstmal was essen, wo ich noch gar nicht verletzt bin im Regal. Ich werde mal zeigen, wie es geht. Steak. Spätzle ist aber nicht schlecht. Ja. Und wir lagern erstmal Sachen bei Pippi. Und wieso kann ich mich nicht bewegen? Egal. Pippi. Nicht Mini. Pippi, komm ich auf Mini. Leaf. Ich brauche momentan den Basement Key nicht. Und ich brauche nicht. Was bräuchte ich doch noch nicht momentan? Ich weiß gar nicht. Momentan brauche ich das Tagebuch vom Großvater nicht. Und die Kescher brauche ich auf jeden Fall. Atmospray. Das brauche ich in das Moment dann auch noch nicht. Und eigentlich kann ich auch ein Magic Herb da lassen. Nein, sonst nichts. See you later, and brother, you take care. Naja, mal gucken, wie viel EP ich eigentlich noch bis Level 12 brauche. Dem bleibt der Telefon. This is the dad. 1500. Ja gut, wir haben jetzt sowieso momentan kein Geld außer 52, weil ich nun die vom Gegner wieder angegriffen worden bin. Bla 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 150, bla 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 150 Hälse noch. Gut, das wird ja wohl dann im aus den Augen gerieben. Im Zoo werde ich dann wahrscheinlich wieder 2-3 Level aufleveln können. Ich habe nur durchlauf ganz einfach, weil der Gegner doch verdammt viel EP geben. Gut, das haben wir das, was wir eigentlich nur brauchen momentan. Ich hoffe, dass ich das momentan nicht brauche, das Großvater-Tagebuch. Von daher gehst du mir aus dem Weg, Mutter, und ich gehe jetzt mal zum Zoo. Ich habe den Weg jetzt aber vom Haus hier aus zeigen. So einfach, weil ich zu Hause im Schneiden bin. Außer kämpfe jetzt natürlich. Kann mir einer erklären, wie Nintendo auf diesem Level den schwächsten Gegner im Spiel, oder gut, die schwächsten Gegner im Spiel sind die Fliegen, verfehlen kann? Echt, da verfehlt er so einen schwachen Tausendfüßler, das ist doch nicht normal. Naja. Wir gehen jetzt zum Zoo, wir gehen in den Zoo. Sollen wir da irgendwelche Tiere sehen? Irgendwelche süßen Tiere. Weil in dem Spiel ist irgendwie alles süß durch den Kawaii-Look. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Mava lebt von diesem Look. Also, von daher bekommen wir noch massig EP. Ja, in dem Spiel ist wirklich die Zufallsrate, wenn man einfach nur zu Sachen reist, so verdammt hoch. Das ist gar nicht mehr normal hier irgendwie. Ach, gut, das ist in Dragon War ja nicht anders. Oder Dragon Quest, nehmen es lieber einen Originaltitel. Wenn man das zu irgendwelchen Orten reist, wird man auch von 1000 Slots.